Moin, wieder mal. Heute mal wieder ein einfaches Studio-Video. Habe in letzter Zeit überall wieder deine Vorschläge gesehen. Du sollst doch mit Telestreitungen heizen. Spart Strom, ist günstiger und sparsamer. Ich habe mir hier auch mal ein paar Notizen jetzt dazu gemacht, habe ein bisschen was durchgerechnet und probiert und geguckt. Und das wollte ich euch jetzt mal vermitteln. Die Leute, die jetzt immer wieder sagen, du sollst mit Teelichtern heizen, die haben kurz vor Weihnachten noch immer gemeckert, dass die ganzen Kerzen viel zu viel CO2 und Feinstaub produzieren. Und jetzt sollen wir plötzlich mit Teelichtern heizen. Okay, warum auch nie? Aber zurück. Ich habe überall mal im Internet ein bisschen durchgeguckt und gesucht und gemacht. Verschiedene Angaben von Heizungsbauern sagen, dass du so ungefähr bei 100 Quadratmeter Wohnung eine Heizleistung von 6 Kilowatt brauchst, 6000 Watt. Da wir sparen sollen wollen, wollen wir auch nicht das ganze Haus bzw. die Wohnung heizen, sondern durch das eine Zimmer, in dem wir uns aufhalten. Im Schlafzimmer brauchen wir sowieso keine Heizung. Also kommen wir so weit klar. Gehen wir von einem normalen Wohnzimmer so mit 25 Quadratmetern aus. Wäre jetzt nach dem Vorschlag von den Heizungsbauern, dass du ungefähr 1500 Watt haben solltest, wenn du das so rechnest. Ist ungefähr auch meine Einschätzung, die ich schon immer so ein bisschen habe. Ich hatte gerade früher zu DDR-Zeiten schnell mal den elektrischen Heizlüfter zur Rate gezogen, wenn es etwas kühler war. Da haben sich 1000 Watt ein bisschen schwach angefühlt und 2 Kilowatt, 2000 Watt war dann ungefähr so das, was ordentlich Wärme in die Bude gebracht hat. Naja, wir wollen ja eigentlich auch der Umwelt zuliebe ein bisschen vom Luxus zurücktreten. Sagen, wir ziehen uns ein bisschen wärmer an und rechnen trotzdem mal mit 1000 Watt, weil so ein bisschen leichter zu rechnen ist. Ja, jetzt erstmal zu den Teelichtern. Ich habe verschiedene Angaben im Internet gefunden, die schwanken alle so bis zwischen 40 bis 50 Watt. Die beste Erklärung bzw. Berechnung, die ich fand, die geht von einer Heizleistung von 42 Watt pro Teelicht aus. Den Link hänge ich unten mit dran an den Text. Und wenn wir jetzt von diesen 42 Watt ausgehen und unsere 1000 Watt hochrechnen, brauchten wir 24 Teelichter, um eine Heizleistung von 1000 Watt zu haben. Wäre so viel, um vielleicht die Wohnung auf einem Wärmelevel von vielleicht 17 Grad zu halten, wenn es vorher schon warm war. Heizen kann man davon eigentlich noch nie unbedingt reden. Von der Sicherheit ist es mit den Teelichtern auch so eine Sache. Ich hänge da unten noch ein paar Links dran von Tests und Videos. Wir sollten auch wirklich bloß ein Teelicht oder allerhöchstens zwei Lichter pro so einer Blumentopfheizung verwenden. Also brauchen wir 24 Blumentöpfe für unsere Heizung, die dann 1 Kilowatt haben soll. 1 Kilowatt sind 1000 Watt. So, die meisten Anleitungen gehen von 19 Metern aus. Ich glaube, ich habe mit 14 cm gerechnet, kann ich jetzt gar nicht sagen. Egal. Ich bin jedenfalls auf eine Fläche 5x5 Blumentöpfe, beziehungsweise 1 Blumentopf weniger, komme ja auf 1 m mal 1 m. Also auch gleich 5 nebeneinander und 5 in der Tiefe, aber dann ungefähr 1 m mal 1 m.
Wobei, da komme ich später nochmal drauf zurück, dass es auch nie so zu empfehlen wäre. Weil die sollte man ja auch vielleicht lieber in eine Reihe stellen, dass wenn jetzt in der Mitte einer anfängt richtig zu brennen oder ausgeht, dass du wechseln willst, müsstest du ja sonst über alle anderen Töpfe drüber greifen und wärst mit dem Arm über der kompletten Hitze. Ja, also in der Packung Teelichter sind meistens so 100 Stück. Ich habe so im Schnitt gefunden, die Packung für 6 Euro. Also wären 25 Stück, die wir erstmal brauchen, kosten so 1,50. So, die brennen 4 Stunden. Die Angaben schwanken so zwischen 3 bis 4,5 Stunden. Also würde der Teelichtofen 4 Kilowattstunden bringen, bis die Kerzen ausgebrannt sind. Würde ungefähr 63 Cent pro Kilowattstunde kosten. Also im Moment kostet der Strom noch 40 Cent pro Kilowattstunde. Also im Moment wäre das Heizen mit Teelichtern noch ein ganzes Stück teurer. Um die 1000 Watt, die wir berechnet haben, das ist wirklich das Mindeste, was man haben sollte, wo du wahrscheinlich dann doch mit dicken Pullover und Trainingshose zu Hause sitzen kannst, um halbwegs die Bude warm zu kriegen, braucht er wenigstens die doppelte Leistung. Und wenn du dann jetzt so überlegst, Platzbedarf, wäre dann natürlich, wenn du doppelt machst, ein noch höheres Brandrisiko, braucht man eigentlich gar nicht drüber reden. Wäre sonst auch nicht so toll, weil ich da mal, wie gesagt, man sollte die ja nie alle auf einen Haufen stellen, sondern ein bisschen Abstand zwischen den Dingern lassen, damit du die auch mal eine Kerze wechseln kannst oder einzeln löschen kannst. Und da brauchst du ja wieder mehr Platz und müsstest dich, wenn du mal raus willst, aufs Klo oder in die Küche oder sonst wo, um die Blumentöpfe drum durchschlängeln und stößt wahrscheinlich noch ihn um dabei. Also von daher bringt das nichts. Das heißt, wenn der Strompreis über 70 Cent steigt, könnte man mit der Teelichtheizung sparen, aber mir persönlich wäre das Risiko einfach zu hoch. Einmal abgebrannt ist wie umgezogen. Na gut, der Spruch geht zwar andersrum, aber so rum geht es auch. Und wenn du dir von heute auf morgen eine Wohnung suchen musst, ist wohl abgebrannt doch ein ganz kleines Müh mehr. Bessere Variante, ladet euch 10 Leute ein. Eine Person gibt ungefähr auch Wärme von 100 Watt ab. Also ladet euch 10 Freunde ein und die Bude wird auch warm. Ob bei so einem hohen Risiko die Versicherung was zahlt, ist ein ganz anderes Thema. Das Problem ist bei den Teelichtern auch, das Wachs schmilzt ja mit der Zeit. Man hat die so Schälchen Wachs stehen. Wenn du mehrere Teelichter nebeneinander stellst, kann es passieren, das wird zu warm und das Wachs fängt an zu kochen. Hat einen Siedepunkt von 270, na jedenfalls knapp 300 Grad. Wenn das kocht, gibt es da auch Wachsdämpfe, die können sich entzünden und gibt es zwar keine Verpuffung oder Explosion, aber wenn das immer dann kocht, kann es passieren, die Kerzen brennen komplett. Ich hatte es in der Badewanne schon mal gehabt, da hatte ich drei Teelichter so hinter mir in der Zimmerecke stehen und hab gelesen und plötzlich kriegte ich mit, hinter mir brennt. Das Wachs fängt an zu kochen, entzündet sich und dann brennt nicht bloß der Docht, sondern die ganze Kerze. Deswegen solltest du auch immer bloß eine bis allerhöchstens zwei Kerzen in so einen Teelichttopf reinsetzen. Wenn ihr hier mehrere stehen habt,
Wenn der eine anfängt dann zu kochen und zu brennen, wenn man die Zeit gleich angezündet hat, dann kommen die anderen auch gleich hinterher. So, jetzt wirst du hektisch, weil alles brennt, weil überall Flammen sind. Kriegst du nicht ausgeblasen. Mit Wasser auf keinen Fall löschen, weil Wachs ist leichter als Wasser, das schwimmt oben. Das heißt, wenn ihr Wasser drauf gießt, spritzt das überall hin, da fliegt das brennende Wachs durchs Zimmer und brennt vielleicht dann die Gardine oder die Couch oder was auch immer. Dann verstärkt ihr eigentlich bloß den Brand. Ich hänge da unten im Text noch ein paar Links dran. Unter anderem ist da ein Video dabei, wo man das schön sieht, wie die das ein bisschen getestet haben. Unter Laborbedingungen und oder mal im Garten. Zwei Videos habe ich mir da angeguckt, die waren ganz interessant. Im Prinzip, so ein Teelichtofen ist hübsch anzusehen und ich will hier niemanden davon abhalten, so ein Ding zu basteln und der Oma zu schenken. Mit solchen Dingern heizen, da kann man nur davon abraten. Gegen einen dünnen Ofen mit nur einem Teelicht oder höchstens zwei wäre ohne unbedingt was zu sagen, weil ich sag mal, wenn die ganze Bude kalt ist, weil du halt Heizkosten sparen musst, dann kannst du so am Topf die Hände eigentlich gut wärmen, was über der Kerzenflamme nicht so gut geht. Ja, wie gesagt, ich hänge jetzt noch ein paar Links an den Text mit dran, der unten dann unter dem Video steht. Und für die hartgesottenen, unbelehrbaren auch zwei Bastelanleitungen für so einen Teelichtofen. Viel Spaß beim Nachbauen und Glück mit eurer Versicherung wünsche ich euch. So long.